Allen voran die Skandinavier halten nichts vom gelenkten Dolly. Sie präferieren die starre Version mit der serienmäßigen Drehkranzsperre. Warum braucht man diese? Nun, beim starren Dolly ist die Rotation zu beiden Seiten 20 Grad. Und diese Rotation kann beim gelenkten Dolly eben aufgrund der Lenkung auf plus minus 10 Grad reduziert werden. Und so findet der Kingpin beim gelenkten Dolly auch ohne Drehkranzsperre sicher seinen Weg in den 40 Grad weiten Zentrierkonus der Sattelkupplung. Beim gelenkten Dolly wird der Zugholm und somit die Lenkung mechanisch über einen Balken gesperrt. Beim unbeladenen Dolly ist die Lenkung immer gesperrt, denn ansonsten wäre das Fahrverhalten des Solo-Fahrzeuges nicht kontrollierbar. Es würde nach jeder Kurve, wenn auch nur kurzzeitig, gefährlich aus der Spur laufen. Außerdem müssen im Solo-Betrieb die Reifen mit der Kotflügelbahne abgedeckt werden. An beiden Fahrzeugen kann natürlich die Länge des Zugholms eingestellt werden, wenn ein Wechsel des Motorwagens dies erforderlich machte. Sattelkupplungen haben eine Sattelplatte entweder aus Stahlguss oder wie hier aus Stahlblech. So oder so muss zum Öffnen der Sattelkupplung der Zuggriff bis zum Ende herausgezogen und dann am Plattenrand eingehangen werden. Über die Herstellung einer Sattelkupplung berichten wir dann separat. Bleibt also dran!